Grüß Gott, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Münchner Olympiastadion zum UEFA-Pokal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München, dem deutschen Rekordmeister, und dem irischen Vizemeister, dem FC Cork City. Der 180. Europapokaleinsatz des deutschen Rekordmeisters steht also unmittelbar bevor. Für die Iren, für die Mannschaft von Cork City dagegen, ist dieses Spiel erst der 4. Auftritt auf der europäischen Fußballbühne. An diesen Zahlen mögen Sie ablesen können, wie hier heute Abend das Kräfteverhältnis im Olympiastadion gegeben ist. Aber die Bayern sind ja gewarnt, das Hinspiel endete nach katastrophaler Leistung im Musgrave Park zu Cork City nur 1:1 unentschieden durch Tore von Stefan Effenberg und Dave Barry. Jener Stefan Effenberg hat also angekündigt, heute hauen wir diesen Iren 6 Tore in den Kasten. Die Reaktion von Uli Hoeneß haben Sie eben im Interview mit Jochen Kühner gehört. Die Iren weniger selbstbewusst, dafür aber mehr trinkfest. Sie haben diesen Hinspielerfolg, den größten in der Karriere ihres Trainers Noel O'Mahony, wie gesagt, gebührend gefeiert. Vorstellen, liebe Zuschauer, möchte ich Ihnen nun unseren kompetenten Co-Kommentator für heute. Es ist ein Spieler, der leider verletzt ist bei den Bayern zurzeit. Herzlich willkommen, Olaf Thon. Ich glaube, für Sie ist es auch das erste Mal eine Co-Kommentierung. Das stimmt. Ich werde mir alle Mühe geben und ich hoffe, dass es klappt. Aber wichtig ist, dass wir heute das Spiel gewinnen und nicht, wie gut ich bin. Hand aufs Herz, waren Sie im Trainingslager? Ich war gestern Abend noch da und habe mit den Spielern gesprochen und sie sind eigentlich zuversichtlich, dass sie heute einige Tore machen. Es müssen nicht 6 Tore sein, aber 2-3 sollten schon werden und ich hoffe, dass es ein gutes Spiel wird. Es sind doch ein paar Zuschauer mehr gekommen als erwartet, über 10.000. Das lässt doch einiges erhoffen. Ich meine eigentlich eher, ob Sie im Trainingslager für die Co-Kommentierung waren. Da eigentlich nicht. Gut, der Olaf Thon ist also fit, liebe Zuschauer, genauso wie wir hier im Stadion. Ja, es mögen 10.000 Zuschauer sein, ich denke vielleicht doch ein paar weniger. Die Ursachen, wir haben es angesprochen, Oktoberfest, ein 1:1 Unentschieden gegen eine Mannschaft, die nur 4 Vollprofis in ihren Reihen hat. Die meisten Spieler gehen also noch anderen Berufen nach. Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat seit 15 Jahren keinen europäischen Titel mehr nach München geholt. Nun fehlt der UEFA-Pokal natürlich noch in der Sammlung, denn 1974, 75 und 76 gab es ja die Titel im Landesmeisterwettbewerb, 67 dann den Europapokal der Pokalsieger. Hier sehen wir die Mannschaften und den Schiedsrichter Stavros Sakestidis, ein 43-jähriger Reifenhändler aus Saloniki, aus Griechenland. Links die Bayern angeführt von Gary Höringhaus und Stefan Effenberg. Wie gesagt, die Mannschaft hat sich sehr viel vorgenommen, will den Aufwärtstrend der letzten Spiele natürlich bestätigen. Wir kommen nun zur Mannschaftsaufstellung der beiden Teams. Hier zunächst der FC Bayern München im Tor, Gary Höringhaus. Dann Thomas Berthold, Hansi Flügler, Grahammer, Christian Ziegel, Stefan Effenberg, Manfred Bender, Manni Schwabel, Bruno Labbadia, Michael Sternkopf und Masinho. Dann die Iren, na hier sehen wir noch einmal den Schiedsrichter, die beiden Kapitäne, Liam Murphy für Cork City und Hansi Flügler für den FC Bayern München. Gute äußere Bedingungen im Übrigen hier im Olympiastadion, um die 15 Grad, kein Regen wie in Bremen, also es sollte von daher ein gutes Spiel werden. Hier die Mannschaft des FC Cork City im Tor Phil Harrington, dann Liam Murphy, Stephen Napier, Declan Dawley, Mike Bannon, Mick Conroy, Dave Barry, Anthony Kinnealy, Jerry McCabe, Pat Morley und John Caulfield. Zu den einzelnen Spielern im Laufe dieser Partie natürlich mehr. Vielleicht sehen Sie es, es hat doch leicht angefangen zu regnen jetzt im Olympiastadion. Hier haben wir nochmal den Schiedsrichter Stavros Sakestidis, für ihn die dritte Partie in einem europäischen Wettbewerb. Die Ersatzbank der Bayern, Amateur-Torhüter Uli Meier, Toni Schumacher ist ja noch nicht spielberechtigt, Roland Wohlfahrt, dann hatten wir noch Oliver Kreuzer, Bernardo und Markus Babbel. So, wir sind soweit. Das war der Anstoß von Herrn Sakestidis. Europapokal-Rückspiel FC Bayern München
gegen den FC Cork City. Vielleicht sollte man noch sagen, weil Oliver Kreuzer nicht spielt, der hat sehr viele Spiele gemacht und deshalb spielt er heute nicht. Das hat also nichts mit seiner Leistung zu tun. Ich war vorhin noch in der Kabine und habe mit ihm noch darüber gesprochen. Christian Ziege, der Libero des FC Bayern. Manni Schwabel. Roland Grahammer, Stefan Effenberg, Thomas Berthold und die erste Ecke für den deutschen Rekordmeister. Man sieht auch jetzt, dass sie nur mit einer Spitze spielen. Alle ziehen sich zurück und sie werden jetzt versuchen, einen Riegel aufzubauen. Und den muss man, so wie jetzt eben, über die Außen versuchen zu knacken. Sie merken schon, liebe Zuschauer, Olaf Thon hat keine Mühe, hier als Co-Kommentator in das Geschehen einzusteigen. Freistoß, Manni Schwabel. Pat Morley. Das ist der Spieler des Jahres 90 in Irland. Und Dave Barry. Haben wir Hansi Flügler, einer der erfahrensten Spieler im Team des FC Bayern. Man sieht, dass sie sehr energisch zur Sache gehen und darauf muss man sich natürlich einstellen, aber das wussten wir von Haus aus. Erst über den Kampf und dann das Spiel machen, das ist ganz klar. Stefan Effenberg. Michael Sternkopf machte zuletzt in Nürnberg ein sehr gutes Spiel, deshalb griff Jupp Heynckes heute auf ihn zurück. Und bereits die zweite Ecke für den deutschen Rekordmeister. Und Thomas Berthold. Ein ebenso schöner Kopfball wie eine ebenso herrliche Parade von Phil Harrington, 26 Jahre alt, einer der drei besten Torhüter Irlands. Da heute nicht so viele Zuschauer im Stadion sind, haben die Probleme, jetzt die Bälle zu beschaffen. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen warten. Noch Stefan Effenberg. Früher sagte man immer, drei Ecken, ein Tor. Jetzt haben wir bereits die vierte Ecke, das 1:0. Scheint also bereits in der Luft zu liegen. Christian Ziege. Michael Sternkopf. Hansi Flügler. Schön gespielt. Aber da stehen sie gut, die Iren. Und Pat Morley, der ist schnell. Ja, aber da kann er dann letztlich doch nicht ganz herankommen. Aber da haben wir gerade gesehen, das ist genau das Verkehrte, was wir machen, durch die Mitte zu spielen. Wir müssen wie am Anfang über die Außen kommen. So stehen sie hinten. Jetzt kann man das ganz deutlich hier als Kommentator sehen. Die stehen auf einer Linie mit vier Mann. Und da ist es unheimlich schwer, weil sie jetzt auf Abseits spielen. Also ich hoffe, dass wir jetzt über Außen spielen, denn dann fallen auch die Tore. Vielleicht ganz kurz, Olaf Thon, können Sie verstehen, dass
der Jupp Heynckes Roland Wohlfahrt zunächst einmal draußen gelassen hat? Ist gar nicht so einfach, das zu beurteilen. Er hat das Tor gemacht und normalerweise sollte man dem Spieler dann das Vertrauen schenken. Aber ich meine, man muss zu zwei Spitzen halten und das macht er mit Masinho und Bruno Labbadia, die in einer guten Form sind. Und Roland Wohlfahrt kann dann unter Umständen am nächsten Wochenende spielen. Denn Masinho hat dann noch eine Gesichtsverletzung, die ihn noch ein bisschen behindert. Es kann sein, dass er dann in der zweiten Halbzeit ausgewechselt wird. Jetzt aber Hansi Flügler. Ein strammer Schuss und erneut findet er seinen Meister in diesem Mann hier, Phil Harrington. Ein guter Rückhalt in diesen ersten Minuten seiner Mannschaft. Paul Bennen. Da deutet sich schon an, liebe Zuschauer, dieses Kick-and-Rush-Spiel der Briten in der Abwehr kompromisslos, aber dann möglichst schnell den Ball geradlinig nach vorne spielen. Da haben wir Noel O'Mahony, den irischen Coach, 46 Jahre alt. Für ihn war dieses 1:1 im Hinspiel der größte Erfolg seiner Karriere. Michael Sternkopf. Stefan Effenberg. Manni Schwabel. Ja, da ist kein Durchkommen, kein Spieler frei. Da steht die irische Abwehr ganz geschickt. Vielleicht einmal sicherlich eine richtige Maßnahme von Michael Sternkopf, mal aus der Distanz das Glück zu versuchen. Er hat es uns vorweggenommen. Normalerweise, wenn man so vorm Tor steht und 20 Meter, muss man schießen. Denn der Boden, das hat man auch in der Anfangsphase gesehen, ist sehr glatt. Und da kann schon mal einer reingehen. Jetzt aber die Iren. Liam Murphy, der Kapitän. Dave Barry. Und ja, da sind sie plötzlich völlig frei. Konfusion in der Abwehr des FC Bayern. Das sind diese Situationen, die Jupp Heynckes im Hinspiel bemängelt hat. Jetzt aber Bruno Labbadia auf Masinho. Einen Schritt zu spät. Der siebenfache Nationalspieler Brasiliens. Tja, Bruno Labbadia ist so etwas wie ein Publikumsliebling mittlerweile in München geworden. Vier Europapokaleinsätze hat er für den HSV bereits gehabt, dies ist sein zweiter für den FC Bayern. Vorhin hat man gesehen, im Angriff der Iren, oder beim Angriff, dass die Stärken sind mit, ja, im Moment zeigen wir Klaus Augenthaler, ich habe ihn schon lange nicht gesehen. Ab und zu sitzt er ja auch auf der Bank, Olaf Thun. Ja, aber was ich gerade sagen wollte, mit Barry, da haben sie den auffälligsten Spieler, hat man auch gerade gesehen im Angriff. Und da muss man Acht geben, das hatte der Trainer in der Besprechung auch noch gesagt. Hoffentlich klappt es. Die Bayern mit Manni Schwabel. Christian Ziegel, recht offensiv. Michael Sternkopf. Ja, das ist Pat Morley und er ist enorm schnell. Was wird aus dieser Situation? Ein Foulspiel, natürlich ganz klare Sache. Dieser Pat Morley ist der Torschützenkönig vom FC Cork City. Hier sehen wir diese Situation noch einmal. Er wird geklammert und gehalten. Aber er ist doch eher vor Schwäche umgefallen, will ich mal sagen, ohne durch die Bayern-Brille zu schauen.
würde sagen, da war aber der Ellbogen ganz klar im Einsatz, lieber Olaf Thon. Schauen Sie mal. Na. Also. Es gibt immer zwei Meinungen. Freistoß hat Herr Sakestidis entschieden. Bisher also verstecken sich die Iren überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie haben durchaus gute Torchancen. Dave Barry steht bereit. Aber das war dann doch zu einfallslos. Sehen Sie einmal, die kämpfen die Jungs. Von wegen zu viel Guinness oder zu viel Bier in den Beinen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie so offensiv spielen. Also Kompliment jetzt schon mal nach 10 Minuten. John Caulfield. Manny Bender. Da haben wir die beiden Torhüter, den verletzten Raimund Aumann und den noch nicht spielberechtigten Toni Schumacher. Er wird dann ab dem Viertelfinale hier im Europapokal spielberechtigt sein. Aber wieder Dave Barry. Hansi Pflügler bereinigt. Und Michael Sternkopf. Olaf Thon, der FC Bayern tut sich doch recht schwer bisher. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz auf die Bundesliga. Seit 1977 ist man nicht so schlecht gestartet wie in diesem Jahr. Was hat das für Gründe? Ja, das hat natürlich den einen Grund, erstmal, dass wir viele verletzte Spieler haben. Vorhin haben wir den Raimund Aumann gesehen, den ich zum Beispiel, dann Thomas Strunz und noch andere. Und das kann eine Mannschaft nicht verkraften, auch nicht der FC Bayern, obwohl wir eine sehr gute Ersatzbank haben. Aber auch diese Spieler müssen sich ja einspielen und deswegen die Probleme. Aber irgendwann wird sich eine Mannschaft finden in der kommenden Zeit, wenn die Verletzten wieder dabei sind. Und bei mir kann das auch noch so 3-4 Wochen dauern, dann bin ich auch wieder dabei. Ich denke dann, dass es besser wird, nicht nur allein durch mein Kommen. Cork City. Ja, jetzt bauen sie doch bedächtiger auf. Ich wollte gerade sagen, wieder mit dem bekannten Spiel. Schnell nach vorne. Aber vielleicht müssen sie doch ein wenig mit ihren Kräften aushalten, nachdem die Vorbereitung ja doch anscheinend etwas lockerer war. Hansi Pflügler. Roland Grahammer, angeblich der schönste Mann der Bundesliga. Aber Olaf Thon, es fehlt einer, der im Mittelfeld den entscheidenden Pass in die Tiefe spielt. Ja, das ist so einfach gesagt. Im Moment spielt man gut mit dem Doppelpass. Aber man sieht, dass die Räume so eng sind, dass es überhaupt keinen Sinn hat, den tödlichen Pass zu spielen, weil es überhaupt die Räume sind dazu nicht da. Man muss versuchen, wie am Anfang gesagt, Fußball ist so einfach. Über die Außen jetzt am besten rausspielen oder aufs Tor schießen. Ja, Michael Sternkopf versuchte das zum zweiten Mal und Phil Harrington schimpft. Man sieht, Michael Sternkopf, der auffälligste Spieler, das hängt auch damit zusammen. Er hat jetzt ein bisschen Oberwasser durch das gute Spiel in Nürnberg. Und es kann sein, dass er jetzt das Spiel nach vorne, nach vorantreibt und auch das erste Tor schießen wird. Stefan Effenberg. Thomas Berthold. Auf der rechten Verteidigerposition. Es gab ja lange Diskussionen um den Libero-Posten beim FC Bayern München, aber Christian Ziege steht momentan außerhalb jeder Kritik. Fast 15 Minuten mittlerweile gespielt im Europapokal-Rückspiel, im UEFA-Pokal zwischen dem FC Bayern ganz in Rot und dem irischen Vizemeister, dem FC Cork City. Der Spielstand nach wie vor 0-0.
Vielleicht jetzt die Chance. Schöner Versuch zwischen Labbadia und Effenberg. Ja, es war ein ganz klares Foulspiel. Das hat der Schiedsrichter aber deshalb nicht geahndet, weil es im 16-Meter-Raum war. Aber da sollten die Schiedsrichter auch härter durchgreifen und trotzdem da einen indirekten Freistoß geben. Mick Conroy, der 34-jährige Oldie der Mannschaft, er ist Co-Trainer. Jetzt aber Pat Morley. Ja, der ist wirklich ganz brandgefährlich, dieser junge irische Stürmer. Mit ihm hatte Oliver Kreuzer im Hinspiel schon seine liebe Mühe. Vielleicht noch ein Wort. In Irland ist der Fußball nicht die populärste Sportart wie hier in Deutschland. Rangiert nur auf Platz 4 der Beliebtheitsskala. Davor kommen Sportarten wie Hurling, Rugby und Gaelic Football. Hansi Pflügler jetzt für die Bayern. Manfred Bender. Aber seit der Europameisterschaft 88 und der WM 90 und den guten Spielen des irischen Nationalteams wird Fußball immer populärer. Ja, im Kopfballspiel sind sie unschlagbar, wollte ich sagen. Da bot sich dann doch die Chance für Marzinho. Aber zuvor, denke ich, ein gefährliches Spiel von Paul Bannon. Barry, da sieht man die ganze Cleverness, hat er sehr gut angenommen. Wieder der 30-jährige Klempner. Er ist einer von zwei Spielern, ich erwähnte es eben, der Gaelic Football spielt und mit Cork City schon zweimal irischer Meister geworden ist. Gaelic Football, eine Sportart, die dem Rugby auch ähnelt. Es ist fast alles erlaubt, es wird der Ball auch mit der Hand nach vorne befördert. Wie gesagt, in Irland sehr populär. Jetzt aber der Freistoß. Liam Murphy. Da ist wohl der Ball kaputt gegangen, vom Knall her. Ja, die Luft ist raus. Schauen Sie mal. Da gibt es Sonderbeifall. Sieht man auch nicht alle Tage. Das ist was ganz Besonderes, habe ich noch nie erlebt. Ja, die Bayern tun sich also doch schwerer als erwartet. Den 6 Toren, die Stefan Effenberg angekündigt hat, scheint es also zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts zu werden. Jupp Heynckes, der Trainer des FC Bayern, seit 4 Jahren hier in München, zweimal Meister, zweimal Vizemeister geworden. Er spielte übrigens 1971 mit Borussia Mönchengladbach schon einmal gegen die Mannschaft von Cork, damals hießen sie allerdings die Cork Hibernians. Und in diesem Team war auch der jetzige Teammanager der Iren, Noel O'Mahony. Das Spiel endete damals in Düsseldorf, das Hinspiel 1:1, das Rückspiel 0:5 und Jupp Heynckes schoss 2 Tore. Die Bayern mit Manfred Bender, vielleicht jetzt einmal Michael Sternkopf. Und Bruno Labbadia.
Ja, ein schöner Versuch zumindest. Der Ex-Kaiserslauterer hat sich gut zurechtgefunden hier in München. Was vorhin vielleicht keiner gesehen hat. Der Co-Trainer hat den Ball ausgewechselt, weil Uli Hoeneß präpariert eigentlich immer die Bälle in der Kabine. Und vorhin haben sie den ausgewechselt. Das hat vielleicht keiner mitbekommen, aber wir haben es von hier sehen können. Das wollte ich noch sagen. Vielleicht läuft es mit diesem Ball jetzt besser. Schauen wir mal, würde der Franz sagen. Aber das Spiel, das plätschert so dahin und das ist gefährlich für uns. Michael Sternkopf. Ja, es ist zu wenig Bewegung im Bayern-Spiel. Vorne sind die Spitzen abgedeckt. Und die Iren betreiben ein ganz geschicktes Vorchecking. Ui, ein Pressschlag. Und Hansi Flügler hatte geschossen. Mittlerweile die fünfte Ecke für die Bayern. Die Eintrittspreise hier im Übrigen heute Abend, liebe Zuschauer, drastisch herabgesenkt. 5 Mark der Stehplatz, 10 D-Mark der Sitzplatz. Oh, ein Fehler von Phil Harrington. Aber kein Bayern-Spieler in der Gefahrenzone. Das ist Mick Conroy, der Co-Trainer, leicht untersetzt schon. Er spielte 5 Jahre bei Celtic Glasgow, im Übrigen zusammen mit Alan McInerney. Erstaunlich, welches Laufpensum er vor allem noch im Hinspiel geleistet hat. Ein anerkannter Sportler auf der grünen Insel. Masinho, Michael Sternkopf. Christian Ziege und Dave Barry. Schauen Sie, da kämpft er um jeden Meter Boden, dieser Dave Barry. Hat im Übrigen gesagt, wenn wir hier heute Abend in München gewinnen, ja dann kaufe ich mir in München ein Haus und bleibe für immer hier. Verdeutlicht sicherlich, wie aussichtslos die Iren eigentlich in dieses Spiel von der Selbsteinschätzung her gegangen sind. Bruno Labbadia bringt den Ball nicht unter Kontrolle. Ja, das hat wirklich noch nicht Hand und Fuß, was die Bayern hier zeigen. Man wollte an die gute Leistung in Nürnberg anknüpfen. Aber so ein wenig verfällt man denn doch in den alten Schlendrian, der ja auch drüben beim Hinspiel zu spüren war. Wie ist das, Olaf Thon? Psychologisch, man nimmt sich vor, ein vermeintlich leichter Gegner, aber irgendwie der innere Schweinehund wird dann doch irgendwie nicht überwunden. Ne? Ja, das versucht natürlich jeder Spieler, aber von vornherein versucht man natürlich ein frühes Tor zu machen. So einfach oder vereinfacht man sich vieles und man sieht jetzt, es sind über 20 Minuten gespielt und das Spiel plätschert dahin. Es wird immer schwerer für uns, die Räume zu finden. Und es kann jetzt so sein, dass es bis zur Halbzeit so weitergeht, wenn jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches passiert. Man muss versuchen, schneller zu spielen. Und darin liegt, glaube ich, jetzt, da liegen die Mittel drin, die Abwehr zu knacken. Bruno Labbadia. Thomas Berthold. Und Endstation Phil Harrington, wenn auch mit Mühe. Ja, aber da ist noch einiges zu machen. Der also strahlt nicht gerade Sicherheit aus und man muss versuchen, mit hohen Bällen zu operieren. Am Anfang durch die Ecken immer Gefahr, aber im Moment haben wir keine. Manfred Schwabel, Ex-Nürnberger, schön gespielt auf Thomas Berthold, vielleicht jetzt einmal Platz und Raum, aber die Flanke zu ungenau.
zum Beispiel, das darf jetzt nicht passieren, dass da keiner hingeht und versucht, den, der am Ball ist, unter Druck zu setzen. Da bleiben sie stehen und gehen wieder zurück und lassen Zeit, sich wieder zu erholen. Das ist grundverkehrt, man muss versuchen, drauf zu gehen. Aber ich nehme mal an, dass sie gleich Anweisungen bekommen, das zu tun, spätestens dann nach der Halbzeit. Hier eine Statistik, Ballbesitz in Minuten ausgedrückt, der FC Bayern deutlich in Front. 10 Minuten insgesamt, 5 Minuten nur der FC Cork City. Aber was nützt es? Ein zählbarer Erfolg ist dabei bisher nicht herausgesprungen. Grahama, Michael Sternkopf, schön gemacht. Christian Ziege, wieder Manni Bender. Aber erneut eine schlechte Flanke. Das ist alles Stückwerk, das dort abgeliefert wird. Schauen Sie einmal. Das kann man doch eigentlich fast gar nicht erklären, Olaf Kuhn. Ich wollte gerade sagen, sowas kann immer mal passieren. Da sieht man mal, man sieht das ganz anders als Fußballspieler und als Kommentator. Denn solche Dinge passieren immer wieder mal und das muss man hinnehmen und jetzt versuchen halt wieder Druck zu machen und zu attackieren. Der Stefan Effenberg hängt mir doch ein bisschen sehr weit zurück. Vielleicht hängt das noch mit seiner Verletzung zusammen, dass er sich noch nicht ganz zutraut, richtig zu spurten, weil bisher war er noch nicht im 16er sehr oft. Ja, der Stefan Effenberg hat einen Muskelfaserriss auskuriert. Aber vielleicht hat er doch ein wenig Angst, dass er sich doch zu weit aus dem Fenster gelehnt hat mit seinen 6 Toren. Aber das müsste ihn eigentlich anspornen. Jetzt aber der Pass von Masinho viel zu lang. Vielleicht ein paar Worte zum Modus dieser Europapokalrunde. Verlängert. Ich höre gerade, wir haben eine Störung, aber wir sind doch wieder da in München. So schnell kann das manchmal gehen. Hansi Pflügler. Und bereits die 6. Ecke für die Bayern. Manni Bender. Masinho. Bruno Labbadia. Das war eine sehr schöne Ecke und Bruno ist natürlich immer sehr gefährlich und vorhin, als er ist nur deshalb Publikumsliebling, weil er sehr gut spielt im Moment und auch erinnert an Gerd Müller. Er ist ein Wurschtler und er hat auch sehr viele Tore jetzt schon gemacht, also Kompliment. 4 Stück für den FC Bayern bisher in der Bundesliga. Da haben wir nochmal und ein schöner Schuss von Bruno Labbadia. Knapp 1 Meter am Tor von Phil Harrington vorbei. Erste sehenswerte Aktion des FC Bayern. Ja, der hätte gepasst. Der rutscht dann noch ein wenig aus. Aber ich glaube, Phil Harrington, na, es gibt Torabstoß. Dann war er wohl doch nicht mit der Hand am Ball. Neunmal der FC Bayern bisher aufs Tor geschossen. Nur 2-mal der FC Cork City. Auch diesbezüglich also ein deutliches Übergewicht des deutschen Rekordmeisters. Thomas Berthold. Hansi Pflügler. Effenberg, schöner Doppelpass. Liam Murphy, der Kapitän. Masinho. Und erneut Phil Harrington.
Michael Sternkopf. Schwabel, Flügler. Manfred Bender. Tja, und da gehen sie gleich mit zwei Spielern auf den heranstürmenden Flügler. Es wird einfach nach wie vor zu langsam gespielt. Und Foul an Bruno Labbadia. Da ist jetzt eigentlich Christian Zieger der Mann von dieser Seite. Und er hat schon einige Tore geschossen, vor allen Dingen in den Freundschaftsspielen. In den Meisterschaftsspielen hat es noch nicht ganz so gut geklappt. Aber das ist eigentlich jetzt die Konsequenz der Drangphase, dass es jetzt zum Tor führen könnte. 16, 17 Meter. Wäre auch Ihre Distanz, Olaf Thun? Auch, ja. Von der anderen Seite besser. Das ist eher was für einen Linksfüßler. Thomas Berthold nimmt Anlauf. Ja, aber er sollte doch den Christian schießen lassen, denn von dieser Position, wie gerade angesprochen, ist es doch besser, einen Linksfüßler schießen zu lassen. Naja, die beiden stehen ja jetzt im Konkurrenzkampf um den lieberen Posten. Ich glaube, der Thomas Berthold... Er fühlt sich sehr stark jetzt, wenn man das so sieht. Und der Freistoß. Und dann die Bender geschossen. Und Bruno Labbadia. Ja, den hat er noch. Aber kompromissloses Abwehrspiel in diesem Falle von John Caulfield. Dem Stürmer, der hinten aushilft. Jupp Heynckes, ich denke, er ist unzufrieden. Und hier die irische Ersatzbank. Ecke, Michael Sternkopf. Marzinho. Und der Nachschuss von Christian Ziege. Schön gemacht. Der 19-jährige Junglibero des FC Bayern. Großes Kompliment an ihn. An den Pfosten der Ball. Das hätte es sein können, das 1:0. Ich denke, es wäre dann langsam auch verdient gewesen aufgrund der Feldüberlegenheit des FC Bayern. Vielleicht jetzt. Aber da kann er nicht drankommen, der Marzinho. Aber man merkt jetzt, ein Tor liegt in der Luft. Jetzt muss man nicht nachlassen, sondern weitermachen nach vorne. Genauso wie sie es jetzt tun. Aber Dave Barry, tja, der gibt keinen Ball verloren. Er ist so etwas wie ein Nationalheld im Sport in Irland. Der große Star dieses Teams. Und Christian Ziege. Kam von Hertha Zehlendorf. Früher ein echter Straßenfußballer, wie man so schön sagt, soll den Ball noch gegen die Mauer gespielt haben, die heute ja Gott sei Dank nicht mehr steht. Also ihm sagen die Experten eine große Zukunft hier in München voraus. Bruno Labbadia. Das ist schon ziemlich unglaublich, was da passiert im Mittelfeld des FC Bayern und jetzt Pat Morley. Aber es ist keine Unterstützung, Dave Barry naht heran. Da schicken sie ihn auch noch steil, den alten Mann, ist erlaubt gesagt. Aber das zeichnet sie halt aus, sie rennen und kämpfen bis zum Umfall. Thomas Berthold.
Effenberg. An die Bänder. Hansi Flügler steht ganz frei, da muss doch ja, der Ball eher gespielt genau werden. Manni Schwabel. Ist zu viel klein-klein, hätte man Thomas Berthold schon ganz frei, wie vorhin auch Hans Flügler. Und ich verstehe nicht, warum er da nicht gespielt hat. Noch ist Jupp Heynckes, da wir hier die irische Trainerbank noch einmal sehen, mit dem Chefcoach Noel O'Mahony. Jupp Heynckes erstaunlich ruhig für mich. In der Bundesliga wäre, denke ich, längst an der Seitenlinie gewesen und hätte ein paar Anweisungen gegeben. Wohin spielen den Ball? Jeder schiebt die Verantwortung weiter. Michael Sternkopf, schöner Schuss. Aus gut und gerne 35 Metern. Gefällt mir bisher eigentlich mit am besten. Der 21-jährige Ex-Karlsruher, der immer wieder kritisiert hier in München, spielt nicht die Rolle, die er in Karlsruhe gespielt hat, aber er hat eigentlich doch enorm hinzugelernt, Olaf Thon. Ich glaube, er ist vor allem im Zweikampf im Tackling stärker geworden. Ja, aber da benötigt man noch vieles hinzu. Also ich denke, dass er noch ein Jahr braucht, um seine Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen zu können. Aber was er jetzt andeutet, ist sehr gut. Er ist der auffälligste Spieler, der einzige Spieler, der auch mal versucht, aufs Tor zu schießen. Und mit Bruno Labbadia doch der beste Mann auf dem Platz, wenn man davon sprechen kann. Aber man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass man versucht, jetzt mit Mann und Maus zu stürmen. Manfred Schwabel. Tja, aber ich denke, mit solchen hohen Flanken, zumindest wenn sie so unpräzise kommen wie diese, ist diese Abwehr einfach nicht auseinanderzuhebeln. 37 Minuten gespielt, nach wie vor 0:0. Bisher kein berauschendes Spiel des deutschen Rekordmeisters, das muss man so deutlich sagen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dave Barry im Abseits. Hansi Flügler, der Metzgersohn. Roland Grahammer, ja, schießt doch mal. Noch einmal Hansi Flügler. Ja, was macht er da? Olaf Thon, ich weiß nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist schon Krampf, wenig Selbstvertrauen. Mir fehlen eigentlich die Worte für das, was sich da jetzt abspielt bisher. Ja, das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, das liegt auch daran, man will natürlich unbedingt Druck machen, aber man darf hinten nicht zu offen sein. Denn ein 0:0 reicht ja, so hart es auch klingen mag. Aber das darf doch nicht das Ziel des FC Bayern. Das darf das Ziel nicht sein. Christian Ziege, ja, sie versuchen es immer wieder aus der Distanz. Vielleicht momentan wirklich die einzige Möglichkeit, da das spielerische Moment zu kurz kommt, nochmal darauf zurückgekommen, also ein 0:0, das nehme ich Ihnen nicht ab. Ja, aber vielleicht steckt das ein bisschen in den Köpfen der Spieler und man muss das auch verstehen, man kann jetzt nicht einfach hinten den Libero geben und dann versuchen, mit Mann und Maus zu stürmen. Das ist grundverkehrt. Man muss versuchen, die Mauer aufzureißen über mit Flügelspiel oder mit Schüssen, wie jetzt gemacht. Und wir werden ja auch irgendwo immer stärker, das sieht man ja. Und jetzt ist es eigentlich eine Frage der Zeit, wann das erste Tor fällt. Woran das genau liegt, das weiß keiner genau. Die Ursachenforschung beim FC Bayern dürfte also noch eine Zeit weitergehen. Roland Grahammer. Stefan Effenberg, auffällig seine Zurückhaltung bisher. Bruno Labbadia. Schöner Hackentrick. Ja, aber dann klappen eben auch solche Sachen nicht, die im Training klappen oder wenn der Spielfluss da ist. Der Bayern, der FC Bayern auf der Suche nach seiner Linie. Stefan Effenberg. Manni Bender.
Ja. Einfach hineingeschlagen, diese Flanke. Nicht geschaut, wo der Mitspieler steht. Ja, aber da muss ich ihn auch in Schutz nehmen. Beide Stürmer sind lang gegangen. Da muss man sich trennen und einer kurz und einer lang gehen. Das ist auch das Problem, was wir haben oft. Tja, wo sollte dieser Ball landen? Ich denke bei Manni Bender. Die ersten Pfiffe verständlicherweise der knapp 10.000 Zuschauer hier im Münchner Olympiastadion. Pat Morley. Dave Berry. Und Roland Grahammer. Bruno Labbadia bietet sich an, kommt zurück. Aus der Spitze. Ein Foulspiel erneut. Hier sehen wir diese Situation noch einmal. Das war auch kein Foulspiel. Würde ich auch sagen. Aber er kann ruhig mal was pfeifen. Vielleicht entwickelt sich dadurch eine gefährliche Situation. Na, der FC Bayern sollte, denke ich, doch anders zum Erfolg kommen können mit anderen Mitteln. Vielleicht durch diesen Freistoß. Da haben wir es gesehen. Wir waren sehr offen hinten. Das war auch wieder sehr gefährlich. Und das muss man versuchen zu unterbinden. Denn nicht, dass da noch ein Tor fällt. Da nehmen sie sich fast gegenseitig den Ball weg. Aber jetzt die Chance für Marcinho. Ja, gibt's denn das? Völlig frei. Unglaublich, diese Chance musste er verwerten. Das musste das 1:0 für den FC Bayern sein. Die Flanke von Thomas Berthold, da hat er Zeit, wie im Spiel gegen Frankfurt, als er 200-prozentige Chancen vergab. Man hat gesehen, dass der Ball ziemlich hoch jetzt wegspringt. Das war das Problem, deswegen hat er nicht einfach machen können. Aber ich denke, er hatte genug Zeit, Olaf Thon. Es musste ein Tor sein, für mich jedenfalls. Schauen Sie noch einmal, der Ball zwar knapp drüber, aber bisher die beste Torgelegenheit des FC Bayern. Marcinho, ein ausgezeichneter Techniker. Hier noch einmal die Statistik. 17 Schüsse hat der FC Bayern bisher schon aufs Tor von Cork City abgegeben. Nur zwei dagegen die Iren. Also das 1:0 überfällig. Vielleicht in der letzten Minute vor der Halbzeitpause. Aber da werden halt solche Fehler gemacht, wie hier durch Michael Sternkopf und Dave Berry. Macht er sehr geschickt, hält den Ball, lässt die Mitspieler mitkommen. John Caulfield. Schön gemacht. Und? Ja, so einfach ist das. 3-4 Situationen, 3-4 Bälle. Schnell, geradlinig nach vorne gespielt. Und da bekommen sie auch vom Münchner Publikum zu Recht Beifall. Gary Hillinghaus rechtzeitig aus dem Kasten. Ich glaube, das war die erste Situation. Jetzt aber Abseitsstellung. Gleich zwei Bayern-Spieler im Abseits nach dieser Hereingabe von Manni Bender. Da hat man gesehen, wie man spielen muss. Ganz einfach. Drei Stationen und der Ball war im Tor. Leider Abseits.
Und das ist bereits der Halbzeitpfiff von Herrn Sakestidis. 0:0 nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit zwischen dem FC Bayern München und dem irischen Vizemeister FC Cork City. Olaf Thon, was muss anders werden? Ja, was muss anders werden? Wie am Anfang schon gesagt, wir müssen versuchen, mehr über außen zu spielen, druckvoll sie zu attackieren und die Abwehr dadurch nicht entblößen. Olaf Thon, ich glaube, mein Kollege Jochen Klüner Stefan Effenberg am Mikro. Stefan Effenberg, 0:0, eine Bayern-Führung wäre sicherlich verdient gewesen. Woran liegt es, dass es nicht geklappt hat? Wir haben noch 45 Minuten Zeit und das müsste für uns lange. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gemerkt, die Bayern sind... Die Bayern sind nicht besonders gut drauf, auch schlecht gelaunt. Sie haben es gerade an Stefan Effenberg gemerkt, der ja immerhin 6 Tore unseren Zuschauern versprochen hatte. Vielleicht wird es ja noch was in der zweiten Halbzeit, so wie Stefan es sagte. Wir geben jetzt zunächst zurück in die Sendezentrale zu den Nachrichten und zu der Werbung und gleich, dann sind wir wieder hier in München. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren, im Münchner Olympiastadion zur zweiten Halbzeit der Partie Bayern München gegen Cork City. Sie wissen, es steht 0:0 unentschieden. Klaus Augenthaler, jetzt geht's gleich in die zweite Halbzeit. Welchen Tipp würden Sie denn der Mannschaft geben? Ich war ja kurz in der Pause in der Kabine und ich glaube, es müsste jeder ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, mehr Selbstvertrauen entwickeln und vor allem, es müsste mehr über die Flügel gespielt werden. Das hat Olaf Thon eben als Co-Kommentator ja auch schon gesagt. Bitte Olaf Thon und Michael Wiese, weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Ja, liebe Zuschauer, die Spieler sind hier bei der Rückkehr ins Stadion mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangen worden. Ich denke, verständlich, denn die Leistung des FC Bayern war wahrlich in der ersten Halbzeit katastrophal, das muss man sagen. Vielleicht wird es ja jetzt ein wenig besser. Olaf Thon kehrt in diesem Moment aus der Kabine des FC Bayern zurück. Ja, Olaf Thon, der Spitzname von Jupp Heynckes lautet Osram, und zwar deshalb, weil er immer, wenn er sich mal aufregt, einen roten Kopf bekommt. Hat er einen? Ja, so genau habe ich mir nicht angeschaut. Also wir haben andere Probleme. Ich bin jetzt hochgerannt, ich bin ein bisschen außer Atem. Aber wie wir schon angesprochen haben, alle sind natürlich nicht zufrieden mit dem Spiel. Ein klares Handspiel jetzt im Übrigen. Aber es geht weiter. Die Situation. Aber wie gerade gesagt, also wie wir angesprochen haben, wir müssen über außen spielen, das hat der Trainer auch gesagt. Und wie vorhin schon vermutet, hat Stefan Effenberg Probleme. Und deswegen hält er sich auch ein bisschen zurück, aber nicht seine Verletzung, sondern wohl sein Fuß unten tut weh nach einem Schlag. Wurden Auswechselspieler angesprochen? Wird Jupp Heynckes auswechseln demnächst? Na, er spielt erstmal so weiter. Und so wie er das normalerweise macht, bis Viertelstunde, 20 Minuten vor Spielende. Stefan Effenberg, aber relativ harmlos dieser Kopfball. Wenn wir die Bayern schlagen, so hat Noel O'Mahony gesagt, oder schlagen können, dann eigentlich nur im einarmigen Reißen in der 1-Liter-Klasse, liebe Zuschauer. Das haben sie ja probiert auf dem Oktoberfest in München. Aber ich denke, diese Bayern hier heute Abend sind vielleicht auch auf dem grünen Rasen zu schlagen. Hoffen wir es nicht, aber der deutsche Meister der vergangenen Jahre, der Rekordmeister, muss noch einiges tun, um hier als Sieger vom Platz zu gehen. Stefan Effenberg, ja, da hat man eben deutlich gesehen, dass er sich zurückhält im Tackling, im Zweikampf. Effenberg. Tja, da ist niemand. Versucht das Doppelpassspiel von Labbadia. 13.500 Zuschauer, die genaue offizielle Zahl heute Abend. Und sie werden bisher doch sehr enttäuscht sein. Yeah.
Thomas Berthold. Stefan Effenberg. Schön auf die Flügel hinausgespielt. Das muss das Rezept sein. Effenberg verpasst. Und der Nachschuss von Manni Schwabel. Ja, der Ball muss doch mal reingehen. Tja, das ist der Wunsch, der Vater des Gedankens, Olaf Thon. Die siebte Ecke für die Bayern. Ziegel auf Berthold. Es ist alles zu langsam. Jetzt Effenberg. Ein Foul. Da sieht man, wie brutal sie einsteigen. Das ist ihre einzige Chance, die sie haben. Ich denke, gut, dieses Foul war sicherlich ein weniger schönes, aber brutal, Olaf Thon, finde ich, waren sie bisher noch nicht. Ja, also wenn man das sieht jetzt, also mit dem gestreckten Bein hineinzugehen, ja gut, vielleicht sehe ich das ein wenig durch meine Bayern-Brille. Die ist wirklich ein klares Foul, das muss man so sehen, aber so sind sie halt, die Iren, kompromisslos im Zweikampf. Achtmal faulte bisher Cork City, viermal die Bayern. Also sie sind dann doch etwas härter als die Bayern. Tja, Dave Barry mit einer Sondereinlage. Sie werden sehr zufrieden sein bisher, die Iren. Stefan Effenberg auf Labbadia und erneut eine verunglückte Situation. Roland Grahammer, vielleicht jetzt eine schöne Ecke. Sie sehen es, 10 Ecken für den FC Bayern bereits, keine für Cork City. Da müsste doch einmal was herausspringen, vielleicht jetzt. Stefan Effenberg. Eine Art Powerplay des FC Bayern, aber bisher wenig erfolgreich. Ist das Hilflosigkeit, Olaf Thon? Ich weiß nicht, wenn immer wieder die Bälle einfach hoch hineingeschlagen werden. Ja, warten wir mal ab, was jetzt passiert. Das falsche Rezept, ja. Liam Murphy und der Nachschuss von Manni Schwabel. Wenigstens einmal ein gelungener Schussversuch. Phil Harrington im bedrohten Eck. So die Situation erneut bereinigt. Das hat er sehr gut angenommen mit dem Außenspann und mit ein wenig Glück, wenn es jetzt 1-2-0 stehen würde schon, dann hätte er den auch reingemacht. Aber so ist das im Fußball, man braucht ein Erfolgserlebnis und das bleibt im Moment noch aus. Grahammer. Tja, die linke Seite bot sich eben an, alles frei. Ja, da geht es einfach viel zu langsam. Keine Ideen im Spiel des FC Bayern. Und ein Fehlpass nach dem anderen. Christian Ziegel, vielleicht kann er einmal Impulse geben, aber auch dieser Pass zu schlecht auf Thomas Berthold. Da muss es doch eigentlich jucken, Olaf Thon. Wenn Sie wieder fit sind, Sie wären doch einer, der diesem Spiel jetzt die entscheidenden Impulse geben könnte. Ja, das ist jetzt unabhängig von diesem Spiel. Es juckt schon seit geraumer Zeit und immer wieder, wenn man dann verletzt ist, dann will man unbedingt wieder dabei sein und verspürt das auch. Ich war ja auch kurzfristig in Urlaub und da habe ich das schon gemerkt. Nach 2-3 Wochen, da hat es schon gekribbelt. Wann werden wir Sie denn wiedersehen? 2-3 Wochen?
Also eher in 3-4 Wochen, aber ich werde natürlich versuchen, so schnell wie möglich fit zu werden. Aber es bringt natürlich nichts, wenn man noch nicht gesund ist und versucht, der Mannschaft zu helfen, dann schadet man eher. Michael Sternkopf. Wie vorhin schon gesagt, der auffälligste Spieler und meiner Meinung nach auch der beste. Ja, die Iren, sie profitieren durch derartige Fehlpässe wie eben von Stefan Effenberg. Aber letztlich machen sie aus diesen Situationen zu wenig. Ja, ihre Möglichkeiten sind sehr begrenzt, das sieht man auch. Sie schlagen einfach den Ball weg, obwohl sie ja normalerweise versuchen müssten, ein Tor zu schießen. Hansi Pflügler, Stefan Effenberg. Schauen Sie, da springt er in diesen Ball hinein. Auch ein Zeichen, dass die spielerische Substanz, die Ideen im Moment fehlen. Grahamer. Die Iren immer wieder im Zweikampf, im direkten Tackling. Einen Schritt schneller am Ball. 54 Minuten gespielt. Nach wie vor 0-0. Dave Barry. Tja, was das sein sollte, weiß ich auch nicht genau. Man merkt jetzt, dass die Kräfte langsam nachlassen bei den Iren und das ist eigentlich unsere Chance jetzt. Na, ein bisschen Kraft sollten sie eigentlich aber noch haben, zumindest dann, wenn man das Hinspiel zum Maßstab nimmt. Denn dann, da haben sie doch wirklich bis zum Umfallen gekämpft. Aber vielleicht steckt das Oktoberfest dann doch ein bisschen in den Knochen. Oh, das sah nicht so gut aus, aber Manni Schwabel doch wieder auf den Beinen. Es hat ihm nehmen. Jetzt aber die Iren mit Dave Barry. Tja, wohin mit dem Ball? Vielbeinig, die irische Abwehr. Und jetzt steht Jupp Heynckes auf, das können Sie zurzeit nicht sehen. Der Bayern-Coach gibt einige Anweisungen. Christian Ziege. Thomas Berthold vielleicht jetzt. Roland Grahamer. Es sieht ein bisschen aus wie im Training. Der letzte Wille, der letzte Biss fehlt. Uli Hoeneß schüttelt mit dem Kopf. Der Bayern-Manager. Was die Zuschauer vielleicht nicht sehen können, dass sich jetzt unsere Ersatzspieler warm gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, weil Jupp Heynckes normalerweise nach 60 Minuten immer versucht auszuwechseln, dass jetzt gleich ein neuer Spieler hineinkommt. Ja, da beschweren sich die Bayern. Auch ein Zeichen ihrer Unzufriedenheit. Aber Herr Zakristidis leitet das Spiel bisher durchaus souverän. Noel O'Mahony, der irische Coach, er dürfte bisher mit dem Spiel seiner Mannschaft und auch mit dem Ergebnis zufrieden sein. Freistoß
zu durchsichtig. Aber Dave Barry mit der Chance und da haben sie die große Gelegenheit, hier im Olympiastadion in Führung zu gehen. Ja, das war wohl so ein wenig Angst vor der eigenen Courage. Das wäre was gewesen für die Iren, hier beim großen FC Bayern auch noch zu führen. Ich glaube, dann hätte ganz Irland Kopf gestanden. Jetzt aber Manni Schwabel und Stefan Effenberg. Ein schöner Schussversuch des ehemaligen Hamburgers. Wenn man bedenkt, dass dadurch ein Tor gefallen wäre, was vorhin Gary Hillinghaus gemacht hat, dann, also mir wurde ganz schummrig vorhin. Ich konnte es kaum glauben. Da hat er aber sehr gut reagiert und seinen Fehler wieder weggemacht. Hier noch einmal die Zeitlupe. Roland Wohlfahrt, liebe Zuschauer, wird ins Spiel kommen. Zweimal war er Torschützenkönig der Bundesliga nacheinander. Zuletzt in Nürnberg im Bundesligaspiel. Erfolgreich schoss die Bayern 1:0 in Führung. Wer wird für ihn hinausgehen? Marcinho, der Brasilianer, hat sicherlich auch nicht das gebracht, was sich Jupp Heynckes von ihm versprochen hat. Wohlfahrt immer dann ein Joker, ein gefährlicher Mann, wenn die Bayern sich ganz auf ihn einstellen, wenn die entscheidenden Pässe wirklich auf ihn abgestellt sind. Warten wir mal ab, ob er im Angriff für die nötige Durchschlagskraft sorgen kann. Roland Grahammer. Schwabel. Tja, Anspruch und Realität klaffen bei Stefan Effenberg heute Abend wirklich sehr, sehr weit auseinander. Olaf Kohn sprach es an. Er ist nicht ganz fit, aber da hatten wir eben die Ersatzspieler Oliver Kreuzer und Bernardo, die sich ebenfalls noch warm laufen. Wenn man 10 Tage nicht richtig trainiert hat, kann man keine Wunderdinge verlangen. Das ist ganz normal, das war mir auch vorher schon klar. Aber dann sollte man auch nicht solche Sprüche bringen. Ja. 16 Minuten also gespielt in dieser zweiten Halbzeit. Nach wie vor 0:0. Ja, der eine schiebt die Verantwortung auf den anderen. Aber es hat auch keiner die Möglichkeit, weil die Räume halt nicht da sind. Und man muss versuchen, wie immer schon, wir können uns nur wiederholen, über die Außen versuchen, Druck zu machen und Flanken vors Tor zu schlagen. Wir haben ja die Leute dazu, ob links Hans Zwügler oder Manfred Bender, auf der rechten Seite Manni Schwabel und Thomas Berthold. Wieder ein Foul an Bruno Labbadia, ja, schnell ausgeführt. Und der Ball ist im Tor, aber Herr Tsakestidis hatte längst abgepfiffen, zu Recht, wie ich meine. Denn der Ball ruhte noch nicht. Manni Schwabel wollte die Iren so überlisten. Das klappt manchmal, aber halt nicht immer. Richtige Entscheidung des griechischen Unparteiischen. Und der Freistoß muss so erneut ausgeführt werden. Da hat man aber gesehen, wie gefährlich ein Roland Wohlfahrt ist vor dem Tor. Also ich hoffe jetzt, dass Christian Ziege versuchen wird, den Freistoß zu schießen, weil im Training üben wir das und da macht er diese Bälle eigentlich blind rein. Da haben wir den Freistoß von Ziege. Ja, aber das war diesmal nicht so gut. Und die Iren können sich in aller Ruhe formieren. Tja, Jupp Heynckes, das mag er denken.
zumindest unzufrieden schaut da rein. Der FC Bayern braucht ja einen Erfolg im UEFA-Pokal, liebe Zuschauer, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Man braucht die Spiele auf europäischer Bühne. Und in der nächsten Runde sollten die Bayern dann weiterkommen, warten namhafte Gegner, unter anderem Inter Mailand, Real Madrid, Ajax Amsterdam. Und da musste sich Phil Harrington lang machen, aber ohne Gefahr nach dieser Hereingabe von Manni Schwabel. Jetzt aber, ja, abgepfiffen. Es war ein sehr schöner Pass von Effenberg. Aber ich glaube, es war doch abseits, aber das war schwer zu sehen jetzt von hier. Vielleicht sehen wir noch mal eine Zeitlupe. Eine gelbe Karte in diesem Moment für Liam Murphy, den Kapitän. Hier haben wir diese Situation noch einmal. Es sah schon nach abseits aus. Ich denke, er wird sich beschwert haben. Deshalb diese gelbe Karte. Tja, viermal bisher Cork City ins Abseits gelaufen, zweimal die Bayern. Labbadia, es gelingt einfach nichts. Da muss man alle Spieler fast mit einbeziehen. Mal abgesehen von Michael Sternkopf, der, denke ich, als einziger Normalformat heute Abend erreicht. Es zeigen sich Parallelen zur ersten Halbzeit. Jetzt plätschert das Spiel wieder nach 10 Minuten dahin. Die Anfangsphase ist wieder vergessen und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen mehr Druck geben kann. Vielleicht sollte er doch noch einen Spieler bringen im Mittelfeld, der da ein bisschen Schwung reinbringt. Kein Foul hier an Schwabel, aber schnell ausgeführt. Labbadia, jetzt ist Platz da. Aber der Spieler Nummer 4, Declan Dawley, ein typischer irischer Verteidiger, klärt kompromisslos zur Ecke. Im Übrigen schon die 13. für die Bayern. Der Ziegel, der eigentlich immer mehr versucht, das Spielgeschehen an sich zu reißen, da Stefan Effenberg sich merklich zurückhält. Hansi Flügler, Kopfballstaffette, aber auch Roland Wohlfahrt kommt nicht heran. Ja, sie können den Ball laufen lassen bis zur Strafraumgrenze, aber dann geht eigentlich nichts mehr. Also so eine Mannschaft, die sich so weit zurückfallen lässt, habe ich auch selten gesehen, die bis zum eigenen 16er. Da muss man versuchen zu schießen von 20 Metern. Aber das haben sie auch schon im Hinspiel in Irland praktiziert, Olaf Thon. Ich konnte mich selbst davon überzeugen. Dieses massierte Stehen in der Deckung, aber sie können dann auch brandgefährlich nach vorne kommen mit ein, zwei Kontern. Das haben wir auch hier schon gesehen heute Abend. Ich denke, darin liegt auch ein wenig die Gefahr für den FC Bayern. Hansi Flügler. Da haben wir solche Situationen. Ein, zwei
gescheite Pässe nach vorne und dann ist der Raum da, aber sie rücken halt nicht energisch genug nach. Was viele nicht sehen können, der Christian Ziege ist angeschlagen und der humpelt hinten gegen einen Mann 1 gegen 1. Das ist mir doch ziemlich gefährlich. Ich hoffe, dass da noch einer hinzugeht. Dave Barry, der Schütze zum 1:0 im Hinspiel. Und Jerry McCabe, der hat da Platz und die große Gelegenheit. Jetzt könnte es fallen, das 1:0 für die Iren, ja. Da geht hier ein Raunen durch das Publikum. Ich habe manchmal das Gefühl, liebe Zuschauer, als wenn die Bayern-Fans dieser irischen Mannschaft durchaus dieses Tor gönnen. Verzeihen Sie mir das, Olaf Thon, aber das ist dieses Gefühl, David gegen Goliath. Sie sind zwar nicht überlegen, aber diese Mannschaft, die der FC Bayern hier mit 6 Toren nach Hause schicken wollte, sie verkauft sich doch dafür, dass nur 4 Vollprofis im Team sind. Für meinen Geschmack ganz ausgezeichnet. Da haben Sie vollkommen recht. Stefan Effenberg, Manni Bender. Bruno Labbadia, vielleicht jetzt. Es ist halt auch schwer für den FC Bayern, das muss man auch sagen. Olaf Thon hat es angesprochen. Wenn eine Mannschaft so massiv in der Deckung steht, 34 Minuten Ballbesitz für die Bayern, das sagt eigentlich alles, 14 Minuten für Cork City, dann ist es schwer, hinten durchzukommen. Dies als Erklärung, ich denke, als Entschuldigung für diese Leistung. Bisher darf es nicht herhalten. Aber es ist ja noch einige Zeit. Der FC Bayern hat die Möglichkeit, dieses Spiel noch zu seinen Gunsten zu entscheiden. Genau 20 Minuten liegen noch vor uns. Ich hoffe für Sie, liebe Zuschauer, dass wir doch noch das ein oder andere Tor zu sehen kriegen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Mannschaft 70 Minuten ein 0:0 halten kann. Also ich bin jetzt ganz aufgeregt. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das merken. Aber es wird immer schlimmer, ne? Und ich kann es gar nicht fassen. Ich kann das nur bestätigen. Der Olaf wackelt hier wirklich auf seinem Stuhl hin und her. Als wenn er schon die Stiefel an hätte. Gepankes wird zunehmend lauter und die Iren zunehmend selbstsicherer. Schauen Sie, das ist John Caulfield, ein Mann für alle Fälle, so sagt man in Irland, denn er hat schon auf allen Positionen gespielt, sogar schon im Tor. 27 Jahre alt, hat über 200 Spiele bestritten und ist Verkäufer in einem Fernsehfachgeschäft. Er wird sich dieses Spiel ganz sicherlich noch einmal auf Video anschauen. Da fangen sie schon an zu zaubern und jetzt der Pass zurück. Das wollen die Münchner Fans natürlich nicht sehen, aber ich kann es verstehen. Vielleicht sollte man noch einmal sagen, bei einem 0:0 wären die Bayern weiter. Aber dieses Ergebnis gegen einen solchen Gegner im eigenen Stadion anzustreben, darüber sollte man aus Bayern sich doch nicht laut reden. Thomas Berthold aus Effenberg. Hansi Pflügler, einmal Effenberg, jawohl, ein schöner Schuss aus 35 Metern,
eine richtige Maßnahme des 21-jährigen zweifachen Nationalspielers. Das ist Pat Morley. Zehn Treffer hat er geschossen in der irischen Liga. Insgesamt 20, wenn man die Pokalspiele dazu rechnet. Ein Werbekaufmann. Ich sag's noch einmal. Nur 4 Spieler in Reihen der Iren sind Vollprofis. Alle anderen gehen noch einem Beruf nach. Jetzt aber die Chance für Roland Wohlfahrt. Das muss das 1-0 sein. Da ist es durch Bruno Labbadia. Na endlich, sagt Roland Wohlfahrt, der Torschütze. Ja, das ist die Erlösung, nicht nur für die Zuschauer. Olaf Thun, ich sehe ihn das richtig an. Ja, ich bin sehr erleichtert, aber trotzdem darf man jetzt nicht vergessen, noch ist das Spiel ja noch nicht zu Hause. 74 Minuten also gespielt, liebe Zuschauer, 1-0 für den FC Bayern München. Die Hereinnahme von Roland Wohlfahrt hat sich also ausgezahlt. Einmal mehr konnte der Joker die Bayern auf die Siegerstraße bringen. Der Pass also von Roland Wohlfahrt, der Torschütze Bruno Labbadia. Habt ihr unterbrochen, Rolf Thon? Ja, da hat man gesehen, uneigennützig wie er war und clever, seine ganze Routine hat er reingelegt und hat dann wirklich das Tor nicht selber schießen wollen. Vielleicht ein anderer hätte dann den Torwart angeschossen. 1-0 also für den deutschen Rekordmeister gegen die Feiertagsfußballer aus dem Südwesten Irlands. Bruno Labbadia, das erste Tor im Europapokal, 4 hat er in der Bundesliga geschossen. Der Einkauf des Ex-Lauterers hat sich für die Bayern, so glaube ich, schon jetzt bezahlt gemacht. Michael Sternkopf. Ja, er wollte auf die linke Seite spielen, da stand Manni Bender ganz frei, aber ein bisschen abgerutscht. Mal den Ex-Lauterer, der sich mittlerweile sehr wohl fühlt hier in München, hat am Samstag seine ersten Lederhosen bekommen. Dieser Pat Morley, der gewinnt jeden Kopfball, das ist unheimlich gefährlich für uns. Hat enorme Sprungkraft, das muss man sagen. Aber er ist halt oft ganz auf sich allein gestellt dort in der Spitze. Und jetzt wechseln auch die Iren aus. Mit der Nummer 10 geht hinaus Pat Morley. Den Spieler, den wir eben gelobt haben. Und mit der 14 kommt hinein Noel Healy. Ah, jetzt habe ich ganz verkehrt gesehen. Der FC Bayern wechselt aus. Das hatte ich gerade auf meinen Zettel geguckt. Kann auch passieren, denke ich. Michael Sternkopf geht hinaus und mit der 14 kommt Oliver Kreuzer. Also ein Abwehrspieler beim FC Bayern für einen offensiven Spieler, einen offensiven Mittelfeldspieler. Wie erklärt sich diese Maßnahme, Olaf Thun? Ja, ganz einfach. Er hat das Spiel in Nürnberg voll durchgestanden und wird jetzt auch ein bisschen geschont für das nächste Spiel. Und er ist auch, glaube ich, ein bisschen müde gewesen. Er hat ist sehr viel gelaufen, hat sehr gute Aktionen gehabt, der beste Mann auf dem Feld. Und deswegen ist das ganz normal, dass man jetzt einen defensiven Mann reinbringt. Hat also mit seiner Leistung nichts zu tun. Überhaupt nichts. Stefan Effenberg, jetzt sollte die spielerische Sicherheit vorhanden sein. Schön gespielt von Bruno Labbadia auf Thomas Berthold.
was ich vorhin gesagt habe, Bruno Labbadia liegt am Platz und die gehen brutal zur Sache, ist egal, was es kostet. Und ich hoffe, dass es nichts Ernstes ist. Was habe ich denn gemacht, scheint Mick Conroy da zu sagen. Ja, der Bruno Labbadia muss wirklich in der letzten Zeit einiges einstecken. Hier haben wir diese Situation nochmal, da komme ich ganz zum Stolpern. Er ist da mit gestrecktem Bein hineingegangen, der Mick Conroy. Ein bulliger, kräftiger Spieler. In dieser Situation muss ich Olaf Thon recht geben, ein doch sehr brutales Foul. Aber sowas gehört leider dazu und wichtig ist, dass er sich nicht verletzt hat. Olaf Thon, die Verletzung von Bruno Labbadia gibt uns noch einmal kurz Gelegenheit, auf die Verfassung der Bayern zu sprechen zu kommen. Es wird gesagt, die Vorbereitungsphase vor dieser Bundesliga-Saison sei so hart gewesen wie nie zuvor. Nun waren sie verletzt, aber der Egon Cordes, der so ein bisschen, sag ich mal, salopp als Schleifer der Bundesliga auch bekannt ist, soll ein sehr hartes Programm durchgezogen haben und viele Spieler sagten halt, also das mag ein Grund damit sein, dass uns vielleicht auch noch neben der langen Verletztenliste die frische, die spielerische Substanz einfach fehlt. Ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat, denn ich habe die Vorbereitung ja noch mitgemacht, 2 Bundesligaspiele auch absolviert, dann wurde ich ja erst verletzt, aber ich glaube, das liegt mehr an den Spielen Samstag, Mittwoch, dieser Rhythmus, den wir haben, die englischen Wochen. Und nicht daran, dass wir ein schlechtes Programm hatten von der Vorbereitung oder zu hart. Knapp 80 Minuten also gespielt. 1-0 im Münchner Olympiastadion zwischen dem FC Bayern und dem irischen Vizemeister Cork City. Das Tor aus der 74. Minute erzielte Bruno Labbadia. Schöner Kopfball in dieser Situation von Thomas Berthold. Konnte den Ball nicht mehr ganz drücken, die Flanke von Manny Bender. War schwer heranzukommen. Er geht noch viel zu wenig nach vorn, denn er hat eine ungeheure Sprungkraft und ist sehr gefährlich mit dem Kopf. Vielleicht sollte man ihn doch bei Ecken mehr im Zentrum postieren. Tja, Thomas Berthold, der ja nach wie vor Ansprüche auf die Libero-Position erhebt, der ehemalige Römer. Aber Christian Ziege ist halt sehr souverän zurzeit und da kann man Jupp Heynckes verstehen, muss man ihn verstehen, dass er diesem jungen Talent den Rücken stärkt. Freistoß durch Napier. Und Manny Bender. Oh, wieder ein schlimmer Fehlpass. Dave Barry. Aber er hat wirklich keine Kraft mehr, der 30-jährige Klempner. Man sieht förmlich, wie er sich über den Platz quält. Ich finde das schon einmalig. Und Thomas Berthold scheint auch schon ein wenig einen Gang zurückgeschraubt zu haben. Ja, der Ball wurde immer länger, da konnte er jetzt nicht mehr drankommen. Aber richtig, was sie jetzt machen, sie versuchen wieder zu attackieren und früh zu stören. Da haben wir Oliver Kreuzer, den neuen Mann bei den Bayern. Ex-Karlsruhe für 4,7 Millionen Mark zu Beginn der Saison nach München gekommen. Nachfolger von Jürgen Kohler. Bisher noch nicht so sehr die erhoffte Verstärkung. Thomas Berthold. Offenberg. Labbadia. Schöner Doppelpass.
und Dave Barry. Christian Ziege, Manfred Schwabel. Es geht doch wieder bedächtiger nach dem 1:0. Es scheint den Bayern zu reichen. Ja, und da haben wir Boris Becker, liebe Zuschauer. Das überrascht mich jetzt doch. Das Tennis-Ass, vor ein paar Tagen in Monte Carlo konnten wir ihn beim Training beobachten. Er hat ja das ATP-Turnier in Sydney abgesagt, kurzfristig, was wir von Sat.1 live übertragen. Er scheint ein wenig zugenommen zu haben. Nach den Bildern, die wir vor ein paar Tagen gezeigt haben, aber das ist sicherlich schwer zu beurteilen von hier. Nichtsdestotrotz scheint sich ein wenig hier beim Fußball vom Tennis abzulenken. Herr Boris Becker ist ja ein echter Bayern-Fan. Er ist öfters hier, ne? Er ist öfters hier, kann man sagen, ja. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute von hier aus, auch sicherlich von Olaf Thun, dem Boris Becker. Da guckt er so gerade über die Mauer hinweg. Neben ihm Thomas Schmid, sein Coach. Wie gesagt, die beiden, beziehungsweise Boris Becker, sehr oft hier Gast im Olympiastadion. Oliver Kreuzer. Und Stefan Effenberg. Tja, das winkt er selbst ab. Der Effe dürfte sehr unzufrieden sein mit dem Spiel seiner Mannschaft, mit seiner eigenen Leistung. Ja, so schlecht wollen wir ihn ja auch nicht machen. Denn er hat wenigstens versucht, aufs Tor zu schießen und alles. Und man kann jetzt nicht sagen, dass einer richtig enttäuscht hat. Allgemein ist das Spiel nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und man muss in der Konsequenz muss man sehen, dass wir eine Runde weiter sind. Noch nicht, Olaf Thun. Wir wollen die Teufel nicht an die Wand malen, aber Sie haben recht. Sieht natürlich im Moment danach aus, da noch 5 Minuten zu spielen sind. Ja, ich wage mal die Hypothese. Der gute Sepp Herberger würde jetzt sagen, ein Spiel dauert 90 Minuten. Das ist richtig, das macht ja den Fußball so interessant und alles ist möglich, aber ich wage nicht dran zu glauben. Denn wenn wir so weiterspielen, dann kann normalerweise kein Gegentor fallen, diszipliniert ruhig spielen. Es sieht zwar nicht schön aus, aber es ist effektiv. Liam Murphy, der Kapitän von Cork City, schaltet auch einen Gang zurück. Für Sie, für die Iren ist dieses 1:0 erneut ein Erfolg. Sie scheiden zwar aus, aber dieses Spiel und auch das Hinspiel wird man in der Vereinsgeschichte in Erinnerung behalten. Davon werden Sie Ihren Enkeln berichten. Denn man muss es noch einmal sagen, auch wenn diese Spiele sicherlich für eine vermeintlich überlegene Mannschaft wie die Bayern nicht so leicht sind, die Iren haben aus ihren Möglichkeiten, aus ihrer spielerischen Substanz hier in München sicherlich das Optimale herausgeholt. Noch einmal die Bayern mit Labbadia, der kämpft. Herr Stefan Effenberg, das muss man sagen, insofern muss ich Olaf Thun da recht geben, bemüht sich, Linie ins Spiel zu bringen, das Spiel noch einmal anzukurbeln, aber ja, jetzt hat er selbst die große Chance. Ich hätte es ihm gegönnt, muss ich sagen. Dann hätte er wenigstens
eines der 6 angekündigten Tore selbst schießen können. So aber die sage und schreibe 15. Ecke für die Bayern. Cork City immer noch ohne Eckstoß. Wir haben auch bisher viel zu wenig gemacht aus Standardsituationen und ich glaube, da muss man auch versuchen, das machen wir auch im Training eigentlich, aber im Spiel das umzusetzen, das ist immer schwerer. Ich glaube, jetzt gibt es einen Elfmeter. Tja, da hat es wohl ein Handspiel gegeben. Da schauen wir. Genau, der Liam Murphy, der Kapitän, war da tatsächlich mit der Hand am Ball. Hier sehen Sie diese Situation richtig gesehen von Schiedsrichter Stavros Tsakestidis. Und Christian Ziege, der Libero, steht bereit. Und da ist das 2:0 für die Bayern. Phil Harrington noch mit der Hand am Ball. 2:0 kurz vor Ende dieser Partie in der 90. Spielminute durch den 19-jährigen Jungstar des FC Bayern. Sein erstes Tor im Europapokal, ich glaube auch sein erster Treffer in der Bundesliga, beziehungsweise natürlich nicht in der Bundesliga, überhaupt für den FC Bayern, wollte ich sagen. Fast hätte der Torwart den Ball noch gehalten. Das hätte eigentlich zu diesem Spiel gepasst, aber so steht es 2:0. Also doch noch ein vom Ergebnis her fast standesgemäßer Sieg des FC Bayern. Aber Olaf Thun, wenn wir resümieren, ich denke, eine Leistung des FC Bayern, die doch einige Ungereimtheiten, einige Fragen für die Zukunft offen lässt. Die Mannschaft hat noch nicht zu ihrer Linie gefunden, auch für die Bundesliga nicht. Man muss sich ja in solchen Spielen auch für die Bundesliga für höhere Aufgaben warm spielen. Jetzt noch einmal Dave Barry. Tja, da grinst er selbst, dass er noch einmal diese unverhoffte Chance bekommen hat. Also Olaf Thun, die Bayern noch nicht souverän. Ja, ich hoffe natürlich, denn man muss es natürlich jetzt sehen, wir sind eine Runde weiter und das war eigentlich das Ziel für dieses Spiel. Und wir geben jetzt ganz schnell zu meinem Kollegen Jochen Klüner an den Spielfeldrand. Er hat Jupp Heynckes. Jochen, bitteschön, du bist drauf. Ja, meine Damen und Herren, 2:0, also das FC Bayern München gegen Cork City. Jupp Heynckes, der Trainer hier neben mir, können Sie trotz des Sieges zufrieden sein? Nein, Mann, ich glaube, man hat ganz deutlich gesehen, dass das eine sehr mäßige Partie war. Und dass wir es vor allen Dingen in der ersten Halbzeit überhaupt nicht verstanden haben, den Abwehrblock des Gegners zu knacken. Und ich muss sagen, dass da zu wenig Laufvermögen, zu wenig Bewegung im Spiel war und dass die Spieler, wie man das so die 90 Minuten sieht, doch den Gegner viel zu leicht genommen. Die Iren haben die Räume natürlich auch sehr geschickt, sehr eng gemacht. Hat Ihre Mannschaft etwas wenig über Außen gespielt? Ja, ich habe in der Halbzeitpause meine Mannschaft aufgefordert, mehr über Außen zu spielen, in den Rücken des Gegners zu kommen und dann mit Flanken, scharfen Flanken zu operieren. Aber dazu sind wir auch selten in der Lage gekommen. Und ich glaube, durch die Einwechslung von Roland Wohlfahrt ist denn doch etwas mehr Schwung in unseren Angriffsaktionen gekommen. Es war ja zuletzt sehr stark zu sehen, dass Bayern München einen Aufwärtstrend hatte in der Bundesliga. Können Sie denn in diesem Spiel jetzt auch so einen Maßstab für die Bundesliga anlegen? Ist der Aufwärtstrend jetzt unterbrochen oder ist das etwas ganz anderes? Nein, das ist ganz was anderes. Es ist ein europäischer, internationaler Wettbewerb und da gelten andere Gesetze. Und die Mannschaft wusste natürlich von vornherein, dass wir normalerweise das Spiel gewinnen würden. Nur man muss einfach versuchen, gegen solch eine Mannschaft Höchsttempo zu spielen und vor allen Dingen viel mehr über die Flügel. Und dann kommt man auch zum Erfolg. Aber und dass man auch mit Einzelaktionen mal in den Strafraum eindringt, weil wir haben eigentlich in der ersten Halbzeit eine Torchance, aber anderthalb. Und das ist zu wenig. Aber da Rückschlüsse auf die Liga zu nehmen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube schon, dass sich am Samstag eine ganz andere Bayern-Mannschaft wieder präsentieren wird. Vielen Dank, Jupp Heynckes. Ich gebe zunächst ab zur Werbung.
stehen Christian Ziege und da kommt auch gerade noch der zweite, Bruno Labbadia. Christian Ziege, Ihr erstes Europapokaltor. Was überwiegt denn, die Freude über dieses Tor oder vielleicht auch die Trauer über die etwas mäßige Leistung Ihrer Mannschaft? Erstmal muss ich richtig stellen, dass es mein zweites Europapokaltor ist. Und jetzt, ich meine, wir haben 2-0 gewonnen. Wir sind eine Runde weiter. Ich glaube, wir können froh sein, dass wir eine Runde weiter sind. Also ganz abgeklärt sagen Sie das, aber Sie hatten ja auch einige Schwächen in der Mannschaft. Das muss man ja ganz klar sagen. Die Iren haben geschickt gespielt, die Räume geschickt eng gemacht. Es kam zu wenig über außen. Ich weiß nicht, die Iren haben hinten geschickt gespielt. Sie haben natürlich hinten alles dicht gemacht. Wir haben uns halt, wie Sie sagen, ziemlich blöd angestellt. Wir haben versucht, durch die Mitte aufs Tor zu knallen. Sie haben nicht oft genug über außen gespielt und dadurch auch wenig Torchancen gehabt. Ich hoffe, dass es in der nächsten Runde besser wird. Vielen Dank. Bruno Labbadia, Jupp Heynckes hat eben gesagt, der Angriff hatte vor allen Dingen in der ersten Halbzeit sehr große Schwierigkeiten. Woran hat das gelegen? Ja, wir sind mit der kompakten Abwehr nicht zurechtgekommen, haben uns sehr schwer getan. Ich muss dazu sagen, dass wir aber die Mannschaft also von Anfang an ernst genommen haben. Wir haben den Ball von Anfang an laufen lassen, nur haben wir einfach nicht die Lücke gefunden, um das Tor zu machen. Und dann steigern sich natürlich die Iren da unheimlich rein. Die haben wirklich sehr gut gekämpft hinten und ja, die Schwierigkeit hat man gesehen. Mit Roland Wohlfahrt lief es dann aber sehr viel besser, auch im Zusammenspiel mit Ihnen. Ich muss dazu sagen, das Tor gehört ganz klar an Roland Wohlfahrt. Toll, wie er den aufgelegt hat. Und für mich war das eine ganz entscheidende Szene, dass er den rübergelegt hat. Also ganz toll. Vielen Dank, Bruno Labbadia. Das war der große Europapokalabend, meine Damen und Herren, bei Sat.1. Ich wünsche Ihnen noch angenehme Unterhaltung im Programm. Die Sportredaktion verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.